Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir gehen mal in das Reich von Wall-E. Wall-E, working to dig your. Glücklich sieht anders aus. Oh, er ist festgefahren. Kommen wir genau richtig. Oh, jetzt versteckt er sich vor uns. Entfernen, ja, komm, dreht das mal alles weg hier. Jetzt ein Schutt hier. Ich glaube, der räumt ja die Erde auf, weil halt die Menschen weg sind. Und halt alles in Schutt und Asche ist. Ich habe den Film nie gesehen. Was gibt's, mein Süßer? Hui! Hallo, ich bin Layla. Wally! Hallo, Wally. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, du scheinst verärgert zu sein. Was los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich werde etwas finden, was dich zu reparieren. Puh. Graben halt mal. Okay, hier muss ich scheinbar auch was craften. Huh. Oh nein, meine Energie ist low. Ah, vielleicht kann ich gleich irgendwas essen. Ich habe jetzt ein paar Äpfel und so dabei. Ja, jetzt hier. Oh, ich habe da irgendwas dabei. Hier so Himbeeren. Ja, passt. Steckst wahrscheinlich gleich wieder auf. Heben? Warte mal, da ist noch was. Weiß nicht, ob dir der ganze Schrott vielleicht hilft. Sieht ja hier insgesamt recht schrottig aus. Nein. Hast du nichts für mich? Wie kann ich dir helfen? Aufgabe, boah, die kann sich nicht bewegen. Ich sollte noch etwas umsehen, was hilft. Okay, irgendwas, was hilft. Kann ich dann was bauen, was hilft? Da hinten ist jetzt noch irgendwas. Das ist eine Schaufel. Ist eine bessere Schaufel, als ich habe, vielleicht? Ich möchte ja nichts vermuten, aber es sieht irgendwie so aus. Kann sie nicht irgendwie nehmen? Okay, warte mal. Wir essen einfach nochmal eine Himbeere. Von der anderen Seite. Ja, da hinten ist was, aber wie komme ich da hin? Kann ich springen? Kann ich nicht. Nee. Okay, das ist begrenzt. Ich muss noch da hinten kommen. Okay, wegkommen kann ich nicht. Graben kann ich es auch nicht. Hä? Fotoapparat hilft mir wahrscheinlich gerade auch nicht. Okay, aber vielleicht bin ich auch einfach falsch. Ich glaube es war nicht, aber vielleicht bin ich's. Gießen wir einfach mal hier die Pflanzen. Vielleicht hilft das ja. Wie komme ich denn dahinter? Oh nein, du hast nichts für mich. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Aufgabe, Wall-E kann sich nicht bewegen. Ich sollte noch etwas umsehen, das ihm hilft. Durchsuche das Reich, um einen Weg zu finden. Ja, da hinten liegt so eine Schaufel, aber ich darf die ja nicht nehmen. Ist ein Lager. Ja, Hallöchen. Oh. Ich glaube, ich darf das einfach mal plündern. Das ist, glaube ich, erlaubt. So, dann machen wir mal das auf. Ah, klassische Fliegerbrille. Wieder mal was, was man nicht braucht.
Eben. Ich versuche da hinten was einzusammeln und in Wirklichkeit bin ich so eine Kette. Tada! Wuhu, du bist repariert. Wally. Oh, Aufgabe Erde. Du versuchst die Erde zu säubern. Pfeif. Brauchst du Hilfe? Pfeif. Sieht so aus, als würdest du dich im Müll stapelnde Würfeln verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf der Werkbank machen. Okay. Wir stellen einfach mal ein paar Müllwürfel her. Bitteschön. Mal hier, gieß mal gleich mal. Lieben. Hier ist alles sauber. Yippie, diese Welt ist niedlich, genau wie du. Ah, es ist der perfekte Ort, wenn du gerne neue Dinge entdeckst. Da, Pflanzen. Du weißt, dass es mehr Pflanzen gibt? Pfeif, das können wir tun. Wir müssen Samen sein. Oh, ich krieg gleich Samen. Dann machen wir mal ein paar Bäume. Acht. Ich muss mal kurz was essen. Brauche mal wieder eine Himbeere. Ich finde, das ist auch so ein ausreichender Snack, so eine Himbeere. Oh nein, du hast nichts für mich. Entschuldige. Doch, ich hab's. Schau, ich hab's. Wow, Pflanzen. Sie sehen wunderschön aus. Ich bin froh, dass du hier helfen konnte, aber jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Oh, wirst du in mein Dorf kommen? Da steckt nur Schwierigkeiten. Ah, wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du bei uns wohler fühlen kannst. Ich werde ihn fragen. Wir errichten einen Schrotthaufen in unserem Dorf. Wie wär's damit? Nee, ich möchte nicht in den Sturmfort. Ah ja, ich möchte das nicht. Definitiv möchte ich das nicht. Da ist Dagobert. Den kann ich gleich seine Aufgabe auch noch abgeben. Ich habe einen Job für dich. Das ist ein Job für mich. Hier, Kunden. Hervorragende Arbeit. Ah, ich werde darüber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestände. Leda, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe in einer möglichst übernatürlichen Angelegenheit. Ich habe das Traumschloss auf die Suche nach versteckten Räumen und Schatzkammern erkundet. Weißt du, lieber Himmel, ich glaube, ich habe ein Gespenst gesehen. Dem Traumschloss des? Ja, das ist möglich. Im Haus meiner Vorfahren Duckenburg gab es überall Geister und Erscheinungen. Aber dieses Gespenst sah anders aus als alle Geister, die ich bisher gesehen habe. Es flackerte und verschwand immer wieder. Da du ein Abenteurer wie ich bist, möchte ich eine zweite Meinung einholen. Könntest du zum Traumschloss gehen und nach dem Gespenst suchen? Das letzte Mal habe ich ganz oben auf der Treppe neben dem Brunnen gesehen. Wir haben gar noch nicht geredet. Habe ich dir jemals erzählt, meine großen Abenteurer erzählt? Die Schatzsuche in dem schottischen Schloss auf der Jagd nach dem Gold. Ja, nee, hast du nicht. Wir kennen uns noch nicht so lange. So, was haben wir jetzt da? Ja. Okay, Goofy will auch was. Also wir müssen zu Goofy und wir sollten vielleicht Dagobert mitnehmen, wenn mit ihnen Freundschaft fehlt. Ah, da freut sich Mickey, dass Mickey mich nicht mehr begleiten muss. So, dann schauen wir mal nach da hinten. Himbeeren. Eine herrschaftliche Aufgabe. Okay, die angeln. Okay. So. Wir müssen halt, denke ich, mal wieder ins Haus schauen, damit unsere Werte aufgefüllt werden. Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen.
Wally, ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Roboter. Früher schien das Teil recht glücklich zu sein. Ich nehme an, du musst erst sein Vertrauen gewinnen. Was er mag. Pflanzen? Ja, Pflanzen sind eines der vielen Dinge, die Wally gerne sammelt. Sprich mit Dabo und Gebär, Duck, er ist auch ein Sammler, weißt du? Vielleicht hat er ein paar Krimskrams und Schnickschnack, die Wally bringen kannst. Wer weiß, vielleicht wieder aus dem Herrn Ducks Müll der Schatz von Wally. Alter, voll böse. Du bist wieder da, wie sie. Hast dich nicht so schlecht geschlagen. Warum klingst du so überrascht? Na ja, es bestand vielleicht ein geringes Risiko, dass du nicht zurückkommen würdest. Dass du mit anderen Reichen gefangen wärst, für immer. Habe ich etwa vergessen, dich zu warnen? Das macht nichts. Es war nur ein unbedeutender Gefahr. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wie ich immer sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt bist du ja sicher zurückgekehrt. Also wissen wir, dass nichts passiert ist. Es gibt noch etwas, worüber ich mit dir sprechen möchte. Vielleicht sind dir die riesigen Säulen überall im Dorf aufgefallen. Die sind unheimlich. Das mag sein, aber es wird dann Zeit, dass du verstehst, was sie sind. Wir fangen mit auf der Wiese an. Folge mir. Oh, Dago werde ich. Na los, ja. Ich muss mit dir kurz reden. Sei gegrüßt, Leila. Es muss ein interessantes Objekt sein. Ein Feuerlöscher? Ah ja, ich habe Feuerlöscher angeboten. Ich kann es aber nicht gratis geben. Ein Granat muss ich ihn dafür bringen. Der macht echt aus allen ein Geschäft, der Dagobert. Unglaublich. Gut. Da hinten. Da war ich noch gar nicht. Ich glaube, das sind die Gänseblümchen, die wo ich mal einsammeln sollte. Das Swimmingpool. Da steigt auch der Dagobert. Okay. Muss ich dir jetzt wieder nachrennen oder nicht so? Sprich mit Merlin. Das da hinten sieht aus, wenn ich angeln sollte, aber ich habe keine Energie mehr, deswegen werde ich das sein lassen. Na du? Diese Säule ist nur eine von vielen, die im Dorf verstreut sind. Solange ich mich zurückerinnern kann, schützen die Säulen das Tal und bewahren sie vor dunkler Magie, aber jetzt nicht mehr. Die Säulen sind beschädigt, Layla. Wie kann ich sie reparieren? Wenn du sie wieder ganz machst, finde die wichtigsten Teile der Säulen. Jede Säule enthielt eine Kugel der Tugend. Kugeln enthalten mächtige Energie. Jede von ihnen steht für eine Tugend, auf Grundlage dieses alte Herrscherin, die das Tal erbaut hat. Die Tugenden gehören zu den mächtigsten Arten, immer die Vertrauen, Freundschaft, Macht und nur einige zu nennen. Magie ist eine Tugend. Ja, Macht kann tugendhaft sein, wenn sie weise ausgeübt wird, was leider selten der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir diesen magischen Schlamassel durchleben müssen. Was mit den Kugeln passiert? Als unsere Herrscherin verschwand, gingen einige verloren. Manche wurden vergessen und andere wurden wegen ihrer Magie gestohlen. Ich muss die Kugeln finden, damit das Dorf sicher bleibt. Genau, solange du nur das Beste für im Dorf im Sinn hast, wirst du auf dem richtigen Weg bleiben. Die Säule enthielt die Kugel der Freundschaft, eine der mächtigsten Kugeln des Dorfes. Die Kugel hat sich jetzt in Nachtdorn verfangen. Der stärker ist als alles andere, dem du je begegnet bist. Seit die Kugel verfangen ist, ist der Brunnen auf der Wiese mit einem Fluch belegt und wir können ihn nicht mehr benutzen. Du musst die Kugel von den Dornen befreien, indem du beweist, dass du die Kraft der Freundschaft besitzt. Okay. Ja, das bist du. Aber ein bisschen Bescheidenheit hat noch niemanden geschadet. Hey, vergiss nicht, dass es zwar wichtig ist, dass unsere Freunde in Streamlit Valley zurückkehren, aber wir dürfen auch nicht all jene vergessen, die bereits hier sind und versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Kleine Taten der Hilfsbereitschaft können viel bewirken. Wie wenn man jemandem ein Geschenk macht, einfach weil man glaubt, dass es ihm gefällt. Zeit miteinander verbringen, wie nennen die Kinder das heutzutage? Zusammen abhängen. Das ist schon ein bisschen, ja. Also rede mit den Dorfbewohnern, um sie besser kennenzulernen. Aber am wichtigsten ist, dass man dich kennenlernt. Wenn du dich das verstanden hast, wird die Kugel der Freundschaft dir gehören. Bringe sie an den rechtmäßigen Platz zurück und der Fluch des Brunnen wird aufgehoben. Vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Gut, dann bringe ich jetzt das erstmal Mikis Auftrag auf Vordermann. Dann muss ich hier noch was machen. So, Miki, großes Vogelhaus.
Toll. Ich hasse Vögel. Deswegen baue ich jetzt ein Vogelhaus. Möbel. Mickey. So. Kann aus dem Postkasten sein, aber in dem Fall ist es ein Vogelhäuschen. Ja, wir gehen mal ganz kurz ins Haus, um uns aufzuladen. Okay, einmal kurz alles aufräumen. Ich würde nämlich noch kurz alles gerne anpflanzen, weil ich jetzt halt gerne einen Cut machen würde und für heute insgesamt aufhören würde. Deswegen, okay, süß, dass du da bist. Aber bitte lass mich in Ruhe. Ja, ich werde irgendwie von Eichhörnchen verfolgt. Mickey, Hallöchen. Ein Vogelhaus sieht so toll aus, dass ich fast selbst gerne ein Vogel wäre. Es ist aufregend, sich vorzustellen, dass alle langsam nach Hause zurückkommen. Aber am meisten freue ich mich auf die Rückkehr von jemand ganz bestimmt. Ja, vermutlich Minnie. Meine liebste Minnie ist. Ich habe gehofft, sie wiederzufinden, als du die Wiese begehbar gemacht hast, aber sie war nicht da. Vielleicht kommt sie zurück, wenn wir das Dorf seinen frühen Glanz zurückgeben. Holen wir sie. Oh, ich würde sie sofort herbringen, wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Jetzt, da du hier bist, wette ich, dass wir sie zurückbringen können. Du hast irgendwas Magisches an dir, Layla. Wenn du da bist, habe ich automatisch Hoffnung. Okay, cool. Oh, du hast nochmal eine Aufgabe. Minnie fehlt mir so sehr, aber ich weiß, dass sie eines Tages zurückkommen könnte. Ich wünschte, eines Tages wäre heute. Ja, ich verstehe das. Das tut sie. Ich könnte mir keine liebere Liebste wünschen. Seufz, ich vermisse all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben. Wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht können wir ein Picknick machen. Das wäre von Minis Lieblingsbeschäftigung. Das hätte ihr sicherlich gefallen. Wie wäre es, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Ja, Minnie wird vermisst, ja. Voll. Gut, dann pflanzen wir jetzt mal an. Dann gieße ich noch und dann mach mal einen Cut. Die ganzen Folgen darf ich heute auch noch hochladen. Schnell. Deswegen passt das dann optimal. Und dann machen wir morgen dann weiter. Und dann haben wir auch einen helleren Tag, weil ich morgen, glaube ich, ein bisschen früher aktiv sein werde. Okay, ich bin aufgestiegen. Toll, Level 8. Und ich habe hässliche Schuhe bekommen. Okay. Dann, machen wir nächste Stellen Cut und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Disney Dreamlight Valley. Bis dahin. Bye.